Wag, ein Daniel zu sein. Wage es, zu stehen allein. Will man dich wie ihn verklagen, bleib dir treu, ganz ohne Zagen. Steh nur fest zu Gott allein, wag, ein Daniel zu sein. Fürsten wollten ihn zertreten, als sie sahen zu Gott ihn beten. Erheischten sich ein Neugebot und freuten sich auf seinen Tod. Daniel aber tapfer rein, wagte es zu stehen allein. Der Löwenrachen aufgehalten, war das Heere Gottes walten. Auch für dich gilt dies Prinzip, glaub mir, Gott hat dich lieb. Wage es zu stehen allein, wage ein Daniel zu sein. Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video mit dem Titel Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Da dieses Video hauptsächlich handelt von Daniel Kapitel 9, Verse 24 bis 27, in die wir gleich reingehen werden, nach einer kleinen früheren Erläuterung anderer Dinge, finde ich es sehr zierlich, oder ziemlich besser gesagt, um anzufangen mit diesem Lesen dieses Gedichts von Anneliese May aus Düsseldorf 1961, das ich vor einiger Zeit im Internet gefunden habe, schon vor einer langen Zeit, und immer mich schon mal darauf gefreut habe, das vorlesen zu können, und ich hoffe, das hat euch gefallen und es hat euch in die Stimmung gebracht, in die wir gerne reinkommen möchten, wenn wir jetzt weiter studieren, der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Nur als ich den ersten Teil hochgeladen hatte, war ich doch sehr positiv überrascht über den enormen Zuspruch, den mein Video bekommen hatte. Aber natürlich waren hier und da auch Kommentare, die das probiert haben, alles abzuleugnen, was ich darin gesagt habe. Das ist ganz normal und ich gehe auf solche Kommentare auch gar nicht weiter ein, weil jeder muss das selbst wissen, welchen Geist er in sich hat. Und die Leute haben nicht den perfekten Geist, den Heiligen Geist in sich, die die Worte der Bibel leugnen, aufgrund dessen, dass sie ihre eigenen Auslegungen lieber haben oder die Auslegungen von irgendwelchen Priestern oder Pastoren in irgendwelchen Kirchen, die ihnen erklären wollen, wie das zusammenhängt, anstatt sich meine Lesung anzuhören und dann die Bibel selbst zu Rate zu nehmen und sich ihre eigene Meinung aufgrund dessen zu bilden, was ihnen der Heilige Geist eingibt. Ja? Wenn die Leute das nicht wollen, bitteschön, kann ich nicht helfen. Ich bin nicht dafür hier, um mich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Ich bin dafür hier, um die Wahrheit zu verkündigen, die das Wort Gottes ist, wie es in der Bibel geschrieben steht und wie es überall auf der Welt heutzutage leider falsch gelehrt wird. Und wenn man die Lüge aufdeckt, dann ist man kein Freund der Menschen, die sich wohlfühlen in der Lüge. Und von daher ist das normal, dass hier und da eben auch Leute nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage. Aber wie gesagt, das kann mich gar nicht weiter groß stören. Trotzdem fand ich den überwältigenden Zulauf, den dieses Video innerhalb von ganz kurzer Zeit gefunden hat, so animierend, dass ich sagte von, okay, auch in Deutschland will man anscheinend den zweiten Teil hören, weil im Grunde geht dieses Video und diese ganze Sendung, diese ganze Reihe, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, im Grunde um nichts anderes als das, was Tom Fress bereits seit über 10 Jahren macht auf Inquisition Update. Aber das ist halt in Englisch und den meisten nicht bekannt, außer denen, die ihn inzwischen kennengelernt haben, Englisch können und seine Sendungen verfolgen, das leider nicht allzu viele sind, aber das spielt auch keine Rolle. Ich versuche es jetzt den Leuten in Deutschland nahezubringen oder beizubringen. Na, beizubringen will ich nicht sagen. Ich versuche es ihnen nahezubringen, diese Lehre, die Tom Fress im Grunde seit über 10 Jahren lehrt, nämlich die wahre Erkenntnis dessen, was Daniel 9, 24 bis 27 meint. Und das, wenn man das richtig versteht, wenn man Daniel 9, 24 bis 27 richtig versteht, dann hat man auch das richtige Verständnis dafür, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. So einfach ist das. Nun habe ich letztes Mal einige Bibelzitate gebracht, über wie lange wird Juda das auserwählte Volk Gottes repräsentieren. In natürlich
Natürlich gab es da ein paar Leute, die nicht damit einverstanden waren, was ich gesagt hatte und haben das anders interpretiert, aber wie gesagt, das interessiert mich im Grunde nicht. Nur muss man dabei eine Sache ganz, ganz deutlich berücksichtigen und deswegen werde ich jetzt eine etwas längere Lesung gleich mal mir vornehmen, um das auch nochmal deutlich zu machen. Dass das Zepter von Juda genommen wurde, wie in Genesis 49, Vers 10 ja angekündigt war, wenn der Schilo, der Messias, kommt. Wenn die Juden, wenn Israel nicht mehr das auserwählte Volk Gottes ist, was ist dann heute das auserwählte Wort Volk Gottes? Das auserwählte Volk Gottes sind nicht diejenigen, die im Blut leben, also Genealogie folgen, Juden dem Blute nach, sondern diejenigen, die in Israel leben, und das ist eine Glaubensgemeinschaft. Israel war im Alten Testament, das habe ich ja im ersten Teil schon gesagt, und ist es auch heute noch im Neuen Testament immer wieder, ist das Volk, das an den Herrn, den Schöpfer Gott der Bibel, glaubt. Das ist Israel. Und nun wird natürlich gesagt von, ja, aber wie ist es denn mit den Juden? Die sind jetzt nicht mehr das auserwählte Volk, sind die dann von Gott nicht mehr auserwählt? Dafür stelle ich vor oder schlage ich vor, dass ich mal eben, bevor wir weiter in die Studie gehen von Daniel, dass ich erstmal Römer das Kapitel 11 lese und hier und da vielleicht ein wenig erkläre. Und dann kann vielen Menschen deutlich werden, was eigentlich gemeint ist. In Römer 11 lesen wir aus der Schlachterbibel: Ich frage nun, und das ist Paulus, der hier spricht, hat etwa Gott sein Volk verstoßen? Ein wichtiger erster Satz. Weil es ist ja nicht, weil Juda nicht mehr das auserwählte Volk ist, dass es deswegen verstoßen ist. Zwischen nicht mehr auserwählt sein und verstoßen sein ist ja wohl ein himmelweiter Unterschied. Deswegen fährt die Bibel auch fort: Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift bei der Geschichte von Elia spricht, wie er sich an Gott gegen Israel wendet: Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die kein Knie gebeugt haben vor Baal. So ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest vorhanden, dank der Gnadenwahl. Durch Gnade seid ihr errettet, das nicht durch euch selbst und nicht durch Werke. Ja? Das muss ich hier eben mal einführen. So ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest vorhanden, dank der Gnade. Nur diese Gnade gilt eben nicht alleine für das vormalige auserwählte Volk Gottes, die Juden, sondern das gilt eben für alle. Und jetzt kommen ein paar sehr wichtige Sätze, weil viele vormalige Heiden, also Menschen, die in Nationen leben wie ich, Belgien, Deutschland, wo auch immer, diejenigen, die nicht ursprünglich zum, zwischen Anführungsstrichen, auserwählten Volk Gottes gehörten, sich rühmen und brüsten, dass sie jetzt Erlösung haben und die Juden nicht? Nee, das ist verkehrt. Und Römer 11 sagt uns das gleich auch ganz deutlich. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst würde die Gnade nicht mehr Gnade sein. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr aus Gnade, sonst wäre das Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt, die übrigen aber wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Ja, das spricht Paulus in der Zeit, wo er in Rom war, im ersten Jahrhundert nach Christus Zeitrechnung. Aber das bis zum heutigen Tag gilt leider genauso bis zum heutigen Tag, 2017.
Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören. Wenn sie Augen hätten zum Sehen und Ohren hätten zum Hören, dann würden sie aufgrund der Heiligen Schrift, der Bibel, des Wortes Gottes verstehen, wer Jesus Christus war. Aber die Juden bis zum heutigen Tag, ob sie in Israel leben oder irgendwo anders, diejenigen, die sich bekennende Juden nennen, akzeptieren Jesus Christus nicht als ihren Erlöser, nicht als ihren Messias. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben. Und an einer anderen Stelle in der Bibel lautet es, dass Gott ihnen eine, wie heißt das da, so wie es geschrieben steht im zweiten Brief der Thessaloniker, Kapitel 2, und ich muss auch hier eben mir die Mühe machen, das einmal zum größten Teil vorzulesen, dass wir das richtig verstehen. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasset euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und selbst als Gott erklärt. Also alleine hier werde ich schon mal eine kurze Pause machen. Wir begreifen durch das, was ich gerade eben vorgelesen habe, aus dem 2. Thessalonikerbrief. Hier geht es um den Antichristen. Ja? Und Daniel 9, 24 bis 27 wird heute in der römisch-katholischen und in allen protestantischen Kirchen auf eine Weise gelehrt, dass eben dieses Bezug hätte auf den Antichristen. Und das geht ganz entgegen der Lehre, die Paulus hier in Thessalonika vertritt. Hier sagt er, niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Was ist der Tempel Gottes denn? Geht es da um irgendeinen wiedergebauten Tempel in Jerusalem, in Israel, heute 2017? Nein. Wir sind der Tempel Gottes. Aus der Gemeinschaft der Kinder Jesu kommt der Abfall. Aus der Kirche selbst heraus. Und da gibt es noch viele andere Stellen in der Bibel, die ich dazu zitieren könnte. Aber das geht ja viel zu weit. Wenn ich das machen würde, muss noch ein bisschen was für eure eigene Studie übrig bleiben. Aber es geht darum, dass der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens offenbart wird, der aus dem Tempel Gottes selbst kommt und sich zu Gott erklärt. Das heißt, aus der eigenen Mitte heraus. Denket ihr nicht mehr daran, als ich euch suchte, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält, dass er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Ein ganz wichtiger Satz. Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält, dass er geoffenbart werde zu seiner Zeit. In der Zeit, in der Paulus das hier predigt, wer hat denn da noch aufgehalten? Wer hat denn da regiert? Das waren die Cäsaren. Und deutlicher konnte Paulus nicht sprechen, weil wenn er deutlicher gesprochen hätte, hätten sie ihn gleich einen Kopf kürzer gemacht. Er musste genauso wie Jesus oftmals in Parabeln oder vorsichtig sprechen, dass man ihm nicht irgendwas zur Last legen konnte. Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält, dass er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Das heißt, was jetzt noch aufhält, die Cäsaren, wenn die weg sind, dann wird der Antichrist offenbart. Regiert heute noch der Cäsar? Ja, in einer gewissen Weise ja, weil der Papst selber sich Cäsar nennt. Wer das nicht glauben will, der schlage auf den Discorsi von Papst Pius dem 9. von 1853 und lese es selber nach. Der Papst heute nennt sich selber noch Cäsar, aber es geht hier um die Cäsaren des alten heidnischen römischen Reiches.
Der hat zu der Zeit den Antichristen noch aufgehalten, dass der eben noch nicht offenbart wurde. Es war aber schon zu der Zeit so, wie es in Zeile 7 heißt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Das heißt also, der Cäsar, der damals noch die Stelle eingenommen hat, muss aus dem Weg geschafft werden, um Platz zu machen für den Antichristen. Das kleine Horn, das aus den 10 Hörnern herauswächst, so wie Daniel es beschrieben hat. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Also mit anderen Worten, der Gesetzlose wird offenbart. Und er wird so lange bleiben, bis er durch den Herrn Jesus aufgerieben wird, durch die Erscheinung seiner Wiederkunft, durch den Geist des Mundes Jesu Christi. Das heißt, der Antichrist ist nicht irgendeine Person, die kurz vor Ende der Zeitrechnung, kurz bevor Jesus Christus zurückkommt, eben kommt und regiert. Nein, der Antichrist ist die Person, die, wie in Vers 7 geschrieben, jetzt derjenige, der jetzt aufhält, aus dem Weg geschafft werden. Wenn der aus dem Weg geschafft ist, und das war mit dem Fall des Römischen Reiches 476 passiert, dann wird der Gesetzlose offenbart werden, ja, der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde, und der wird so lange bleiben, bis Jesus Christus zurückkommt. Die Kaiser sind nicht mehr da seit 476. Jesus Christus ist noch nicht da. Also, wer ist da? Wer regiert? Der Antichrist. Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und da hat er natürlich seine Helfer für. Hauptsächlich die Jesuiten, ja, die mit allen möglichen Zeichen und Wundern dafür sorgen, dass die Menschen betrogen sind, dass die Menschen in einer großen Illusion leben, wie wir weiterlesen können, und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Und hier breche ich ab und gehe weiter. Im Römerbrief 11, wo es ja ging, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Das nimmt genau Bezug auf das, was wir hier in Vers 11 gelesen haben. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie der Lüge glauben. Und das gilt nicht nur für die Juden, das gilt für die ganze Welt. In Römer 11 fahren wir fort. Und David spricht, ihr Tisch werde ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen verfinstert werden, dass sie nicht sehen, und ihre Rücken beuge alle Zeit. Ich frage nun, sind sie denn darum gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Die Juden, das auserwählte Volk Gottes, das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, damit sie diesen nacheifern möchten. Das ist ja wohl einer der wichtigsten Sätze in diesem ganzen Römer Kapitel 11 Brief überhaupt. Sondern durch ihren Fall, den Fall der Juden, wurde das Heil den Heiden zuteil, damit sie diesen nacheifern möchten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Juden auf uns Heiden, die wir das Evangelium angenommen haben, die wir Jesus Christus akzeptieren, dass sie auf uns eifersüchtig sind. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Eifersucht
und Neid. Und das ist heute leider nicht mehr so besonders deutlich, weil es wird total verkehrt gelehrt. Neid ist eine Sünde, und zwar die des 10. Gebotes. Du sollst nicht begehren. Du sollst keinen Neid haben auf irgendetwas anderes. Du sollst nicht begehren irgendwas, was nicht dir gehört. Aber Eifersucht ist etwas begehren, was mir vorher gehört hat. Gott ist eifersüchtig. Gott sagt es selbst im 2. Gebot. Er ist ein eifersüchtiger Gott, der die Generationen derer, die ihn hassen, weil sie sich irgendwelche Abbildnisse machen, bis in die 3. und 4. Generation nach verfluchen wird. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, weil wenn wir irgendwelche Idole, Götzen bauen, wir die Anbetung von ihm wegnehmen und diesen Götzen geben. Die Anbetung, die ihm zusteht, nehmen wir ihm weg und darauf ist er eifersüchtig. Und die Juden sollen ein eifersüchtiges Volk werden auf die Heiden, die die Heilige Schrift begriffen haben und die begriffen haben, dass Jesus für uns gestorben ist, die wir sein Opfer angenommen haben. Deswegen sollen die Juden auf uns eifersüchtig sein und dadurch auch zur Erlösung kommen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre volle Zahl. Zu euch, den Heiden, rede ich, da ich nun eben Heidenapostel bin, rühme ich mein Amt. Ob ich nicht etwa meine Volksgenossen zum Nacheifern reizen und etliche von ihnen erretten könnte? Hier sagt Paulus es deutlich genug, ob ich nicht etwa meine Volksgenossen, die Juden, zum Nacheifern reizen und etliche von ihnen retten könnte. Darum sage ich, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt geworden ist, was würde ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Das ist doch ein wunderbarer Satz. Wenn ihre Verwerfung, die Verwerfung des auserkorenen Volkes Gottes, der Juden, die Versöhnung der Welt geworden ist, dadurch, dass also jetzt diese Errettung zu allen Heiden eben gekommen ist, was würde dann ihre Annahme des Opfers Jesu Christi anders sein als Leben aus den Toten? Gott, Jesus ist doch der Gott der Lebenden. Er erquicket, ja, und er kann die Toten lebendig machen. Und die Juden sind tot, wenn sie im Glauben tot sind, wenn sie im Glauben Jesus nicht annehmen. Und eben Jesus kann sie von diesem Tod wieder lebend machen. Und dazu will er uns Heiden gebrauchen. Paulus fährt hier fort: Ist aber der Anbruch heilig, so ist es auch der Teig. Und ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige. Jetzt wird's interessant. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als wilder Ölzweig unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber, so wisse, dass du nicht die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. An anderer Stelle in der Bibel steht es so: Aus Gnaden seid ihr errettet und das nicht aus Werken, dass niemand sich rühme. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir errettet werden. Es ist die Gnade Gottes. So rühme dich nicht wieder die Zweige. Also rühme dich nicht gegenüber den Juden von Ätschbätsch, ich bin errettet und du nicht, sondern wisse, dass du nicht die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Also, die Juden wurden von dem Baum weggenommen, damit ich eingepflanzt würde. Gut, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Stolz war der Grund,
Eitelkeit war der Grund des Falles von Luzifer aus dem Himmel, richtig? Wenn ich also den Glauben erlange durch Gott und das nicht durch mich selber, weil Gott hat mich ausgewählt, ich habe nicht Gott gewählt, dann gibt mir das keinen Grund, da stolz drauf zu sein, nein, sondern eher, dass ich mich darum fürchte, dass ich es auch wieder verlieren kann, wenn ich mich von Gott und seinem Gesetz abwende. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er wohl auch dich nicht verschonen. Ah ja, wenn Gott die Macht hat, die natürlichen Zweige wegzunehmen von der heilenden, rettenden Wurzel, dann kann er das auch mit denen machen, die er stattdessen da eingepfropft hat, die Heiden. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich vor solchen Taten Gottes. So schaue nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, sollen wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl, wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese Juden die natürlichen Zweige wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also niemals durch Stolz das wegwerfen, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Denn ich will nicht, fährt Paulus fort, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und also ganz Israel gerettet werde, ganz Israel. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen, ja, die Heiden sind die Feinde der Juden nach dem Evangelium, nach der Erwähnung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht gehorcht habt, ihr, die Juden, nun aber begnadigt worden seid infolge ihres, der Juden, Ungehorsams, so haben auch sie, die Juden, jetzt nicht gehorcht infolge eurer Begnadigung, damit auch sie begnadigt würden. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. O, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und damit beschließt sich Römer Kapitel 11, was sehr, sehr wichtig ist zu dem Verständnis. Also, die Juden sind heute nicht mehr Gott auserfohrenes Volk, nein, aber sie sind auch nicht verstoßen. Wir, die Heiden, sollen die Juden ansetzen zu Eifersucht, dass sie durch diese Eifersucht zu Jesus finden und damit zur Errettung. Im Alten Testament war es doch ungefähr genauso. Gott hat das Volk Israel, das Land, den Staat, diese 12 Stämme, hat er dahingestellt, dass sie ein Licht im Dunkel der Welt sein sollten. Die ganzen Heidenvölker sollten neidisch sein auf Israel, weil
gemerkt wurde, wenn die Gott folgen, dann ist alles für sie möglich. Dann ist das ein wunderbares Volk, das unglaubliche Fortschritte, unglaublichen Reichtum erzielt. Und damit Reichtum meine ich nicht nur finanziellen Reichtum, sondern ich meine vor allem spirituellen Reichtum. Aber wie gesagt, und dazu muss man halt nochmal das vierte und das fünfte Buch Mose lesen, den Juden wurde auch gesagt, wenn ihr nicht, oder dem Israel, dem Volk Israel, wurde damals auch gesagt, wenn ihr nicht meine Gebote befolgt, dann kriegt ihr die und die Plagen ab, die er später zum Beispiel auf Ägypten geschickt hat. Und die ganzen Krankheiten, die wir heute haben und sowas, das ist alles nur, weil wir Gott eben nicht gehorchen in dem Sinne. Und damals im Alten Testament war im Grunde Israel ein scheinendes, ein leuchtendes Vorbild für die ganzen heidnischen Völker. Und trotzdem sind die Israeliten abfällig vom Glauben geworden. Und als sie abfällig vom Glauben wurden, wurden sie von den Heiden gefangen genommen. Zuletzt halt in der babylonischen Gefangenschaft. Und das ist dann die Zeit, wo wir auf Daniel kommen. Und da wurde in der babylonischen Gefangenschaft, wurde den Juden durch Daniel eine Vision gegeben. Daniel wusste, wie wir am Anfang letztes Mal gelesen hatten, als ich das Gebet vorgelesen hatte, dem Daniel, in dem das neunte Kapitel von Daniel anfängt, ne? Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Assaveros von medischer Abstammung, welcher zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf, die Zahl der Jahre, während welcher nach dem Worte des Herrn an den Propheten Jeremia Jerusalem in Trümmern liegen sollte, nämlich 70 Jahre. Das heißt, Daniel hat zu dem Zeitpunkt gelernt, wie lange Gott sein Volk in der Verbannung in Babylon, wo wir heute ja alle leben, wir leben alle im modernen Babylon, in dem wiederaufgestandenen, zwischen Anführungsstrichen, heiligen römischen Reich hier in Europa, ja, wie lange die Verbannung in diesem Babylon sein sollte, nämlich 70 Jahre, so wie eben der Prophet Jeremia das gesagt hatte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten und im Sack und in der Asche. Und dann fängt eben das Gebet von Daniel an, dass er hier spricht und kommt zum Ende in den letzten Versen, und zwar in den Versen von 23 bis 27. Ich nehme 23 damit bei, weil es gibt da ein wichtiges Wort, was ich doch ganz sicher möchte, dass das richtig verstanden wird. Und dann kommen wir halt zu dem Punkt, was ich letztes Mal im Video bereits angefangen hatte. Also die Einleitung, vergebt mir, die halbe Stunde hatte ich jetzt wirklich mal eben, die brauchte ich mal, um deutlich zu machen, dass es zwar verschiedene Bibelstellen gibt, an denen deutlich gesagt wird, dass die Juden nicht mehr Gottes auserwähltes Volk sind, aber dass sie deswegen auf gar keinen Fall ein verstoßenes Volk sind. Das eine will nicht sagen, dass das andere von Wirkung ist. Das Volk von Gott ist immer noch Israel, und das sind die an Jesus Christus Gläubigen. Wir Heiden, ich nenne uns jetzt mal Heiden, weil wir ja nicht aus diesem ursprünglichen Pott von Israel kommen, haben die Verpflichtung, die Juden zu Eifersucht uns gegenüber anzustiften, wenn wir den Glauben gefunden haben durch Gott, durch Jesus Christus. Wenn wir in Jesus Christus wiedergeboren wurden, dann haben wir die Verpflichtung, die Juden auf uns eifersüchtig zu machen und sie zu demselben Glauben zu führen. Tom Fress hat, glaube ich, mal in Inquisition Update unter anderem das Buch Vietnam, Why Did We Go? Vietnam, warum sind wir gegangen? Von Avro Manhattan gelesen. Und er hatte da eine Stelle gelesen, von der er öfter mal erzählt. Nun habe ich jetzt keine Lust, das ganze Buch danach abzusuchen, weiß auch nicht, welche Schlagwörter ich da gebrauchen soll, aber auf jeden Fall ging es darum, dass Avro Manhattan eine Unterhaltung hatte mit einem KGB-Spion, der ihm erzählte,
dass es für den Vatikan unglaublich wichtig wäre, eine große Furche zu schaffen zwischen Protestanten und Juden. Weil wenn jemals wahre Protestanten mit den Juden zusammenkommen würden und den Juden zeigen könnten, dass Jesus Christus ihr Erlöser war, den sie damals nicht akzeptiert, sondern ans Kreuz genagelt haben, dann würde Rom am nächsten Tage Toast sein. Und genau das ist so. Und das ist das, was Paulus im 11. Kapitel des Römerbriefes gerade meinte, dass wir die Juden zur Eifersucht bekommen müssen. Eifersucht dessen, dass wir in dem Glauben leben, der eigentlich ihnen gehört hat, den sie verworfen haben, den sie aber durch den Herrn immer wieder bekommen können. Nun gut, kann ich später vielleicht nochmal drauf eingehen. Im Augenblick ist es erstmal wichtig, dass ich jetzt mal ein bisschen weitermache und dass ich euch mal den Unterschied der Übersetzung, den man in der Schlachterbibel 1951 von Daniel Kapitel 9 lesen kann und das, was in der König James Bibel im Grunde ja wirklich geschrieben steht, dass ich euch den Unterschied mal deutlich mache. Also, Daniel Kapitel 9, Vers 23 in der Schlachterbibel lautet wie folgt: Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir anzuzeigen. Denn du bist lieb und wert. So achte nun auf das Wort und merke auf das Gesicht. Ende Zitat. Ich weiß ja nicht, wie ihr Deutsch versteht, aber ich verstehe unter dem Wort Gesicht nicht das, was die König James damit meint, und deswegen hier die König James Übersetzung, die liest sich so: Am Anfang deiner Flehen kam das Gebot, und ich bin gekommen, um dir zu zeigen. Denn du bist sehr geliebt, also verstehe die Angelegenheit und berücksichtige die Vision. Ende Zitat. Eine Vision ist ja wohl was anderes als ein Gesicht, oder? Also, vielleicht liegt es auch nur an mir, dass ich zu blöd bin und meine eigene Muttersprache nicht verstehe. Aber ich weiß, was eine Vision ist und ich weiß, was ein Gesicht ist. Und ein Gesicht ist für mich kein anderes Wort für eine Vision. Und es geht darum, dass dem Propheten Daniel jetzt eine Vision gegeben wird. Eine Vision, wie sie auch schon in vorherigen Kapiteln des Buches Daniel gegeben wurde. Angefangen im Kapitel 2, wo er ja den Traum des Königs Nebukadnezar nur dadurch erklären kann, dass Gott ihm eine Vision gibt und in der Vision ihm den Traum des Königs erklärt. Er hat ihm ja kein Gesicht gegeben. Was ist denn das für ein Wort? Verstehe ich nicht. Die Bibel spricht klares Englisch und sie sollte auch klares Deutsch sprechen. Und die Übersetzung des englischen Wortes Vision mit dem deutschen Wort Gesicht finde ich nicht klar. Aber der wichtigste Teil kommt natürlich erst noch in den Versen 24 bis 27. Aber hier, das eine Wort alleine schon in Vers 23, Gesicht anstatt Vision, finde ich, und das ist ja der Punkt, das finde ich missleitend, wie man so schön im Flämischen sagt, man das missleidend, das ist das deutsche Wort dafür, in die Irre führend, ja, unverständlich. Und wenn ich ein Wort in der Bibel nicht verstehe, ja, dann geht es natürlich mit den nächsten Wörtern gleich so weiter, ne? Dann verstehe ich das auch nicht mehr. Also, es ist hier jetzt eine Vision, die der Erzengel Gabriel dem Daniel am Ende seines Gebetes gibt. Und in der Schlachterbibel lesen wir: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. Jedoch die König James übersetzt, liest sich so: Zitat. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt.
um die Übertretung zu beenden und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu versöhnen und ewige Gerechtigkeit zu bringen und die Vision und Prophezeiung zu versiegeln und um den Allerheiligsten zu salben. Also erstens mal finde ich es wichtig, dass wir uns hier darüber klar sind, dass der Erzengel Gabriel zu Daniel sagt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Er sagt nicht, 70 Wochen sind bestimmt über Gottes Volk und über Gottes heilige Stadt. Hier sieht man also schon, dass Gott die Juden mehr oder weniger nicht mehr sein eigenes Volk nennt. Er spricht hier von dem Volk von Daniel. Und es wird bestimmt, dass 70 Wochen bestimmt sind über dein Volk und über deine heilige Stadt. Nun, 70 Wochen sind 70 mal 7 Tage. In Matthäus 18 hatten wir letztes Mal gelernt, als Petrus fragte, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? 7-mal. Und Jesus hat geantwortet, nein, 70-mal, 7-mal, als eine Verweisung auf eben diese 70 Wochen. 70 Wochen sind 70-mal 7 Tage. Und wir sprechen hier über eine Vision. Wir sprechen hier über Prophetie. Und in Bibelprophetie, wie an anderer Stelle bereits festgelegt wurde, ist ein Tag, ein Jahr. Okay? 7 Wochen, 70 Wochen sind 70 mal 7 Tage. Das heißt, wir sprechen hier über eine Prophezeiung von 70 mal 7 Jahren. 490 Jahre. 490 Jahre von dem Augenblick an, wo ihr, die Juden, jetzt im Augenblick in Gefangenschaft seid, hier in Babylon, und dann sind 70 Wochen bestimmt über dein Volk und deine heilige Stadt, um die Übertretung zu beenden und den Sünden ein Ende zu machen. Wann fangen diese 70 Wochen an zu zählen? Das ist der nächste interessante Punkt und das lesen wir in Vers 25. Erstmal aus der Schlachterbibel. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis auf den Gesalbten, einen Fürsten, vergehen 7 Wochen. Und innerhalb 62 Wochen werden die Straßen und Gräben wiedergebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Die König James liest sich so. So wisse nun und begreife, dass aus dem Fortgehen des Gebots, Jerusalem für den Fürsten zu erneuern und zu erbauen, werden 7 Wochen vergehen und 62 Wochen. Die Straße soll wieder aufgebaut werden und die Mauer, auch in unruhigen Zeiten. Aus dem Fortgehen des Gebotes, Jerusalem für den Fürsten zu erneuern und zu erbauen, werden 7 Wochen vergehen und 62 Wochen. Also 69 Wochen, weil bei mir nach Adam Riese sind 7 Wochen und 62 Wochen 69 Wochen. Was passiert in diesen 69 Wochen? Zuerst werden 7 Wochen vergehen und dann werden 62 Wochen vergehen, um die Straße wieder aufzubauen und die Mauer, also die Stadt. Und das auch in unruhigen Zeiten. Ja? Wir sprechen hier über einmal 7 Wochen und 62 Wochen. In total 69 Wochen. Dass aus dem Fortgehen des Gebotes Jerusalem für den Fürsten zu erneuern. Wer ist denn der Fürst? Wer ist denn der Fürst, von dem hier gesprochen wird? Derselbe, der Fürst ist in Vers 25. Vom Erlass, in Vers 24. Ja? Den Allerheiligsten zu salben. So wird er, der Allerheiligste wird er in Vers 24 genannt. Das ist derselbe, der Fürst ist in Vers 25. Als Babylon Jerusalem gefangen genommen hat, haben sie die Stadt zerstört. Dann haben sie die Juden in babylonische Gefangenschaft geführt.
Und aus dieser Gefangenschaft sind sie, wie wir gerade lesen konnten, am Anfang von Daniel 9, durch Jeremia bestimmt, nach 70 Jahren aus der Gefangenschaft wieder rausgekommen. Und dann wurde ihnen 7 mal 70 Tage, also 70 Wochen bestimmt, um Jerusalem wieder aufzubauen, für den Fürsten, für den, der kommt. Das heißt, erst sind sie abtrünnig geworden. Gott hat sie bestraft, durch sie in Babylon in Gefangenschaft zu setzen. Dann hat er sie wieder freigelassen. Sie durften ihre Stadt und ihren Tempel wieder aufbauen. Für den Fürsten, der dann kommt. So, wisse nun und begreife, dass aus dem Fortgehen des Gebots Jerusalem für den Fürsten zu erneuern und zu erbauen werden 7 Wochen vergehen und 62 Wochen. Das heißt, das muss alles geschehen innerhalb von 69 Wochen. 7 Wochen und 62 Wochen. Und dann geht's weiter in Vers 26. Und nach den 62 Wochen, ganz wichtig, nach den 62 Wochen, aber das ist erstmal die Schlacht, ich lese es mal durch, wird der Gesalbte ausgerottet werden, sodass keiner mehr sein wird. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk eines zukünftigen Fürsten verderben, und sie geht unter in der Überschwemmung, und der Krieg, der bestimmt ist, zu ihrer Zerstörung dauert bis ans Ende. Das ist ein, meines Erachtens, vollständig unverständiger Vers in der Schlachterbibel. Wenn ich mir jetzt die König James daneben nehme, dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Und nach 62 Wochen, wir hatten ja erst bestimmt, in Vers 25, wir sprechen erst, dass vom Erlass des Befehls, so wisse nun und begreife, dass aus dem Fortgehen des Gebots Jerusalem für den Fürsten zu erneuern und zu bauen, werden 7 Wochen vergehen und 62 Wochen, also erst 7 und 62 Wochen, und jetzt in Vers 26 gehen wir weiter, nach 62 Wochen, also in total nach 69 Wochen, wir hatten ja erst die 7 und jetzt 62, nach 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden. Aber nicht für sich selbst. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird mit einer Flut sein. Und bis zum Ende des Krieges werden Verwüstungen bestimmt. So. Und jetzt habt ihr hoffentlich verstanden, warum die König James die einzige deutliche Bibel ist, aus der man ganz klar ablesen kann, warum und was mit dem Messias passiert. Nach 62 Wochen, also 69 in total, wir hatten 7 Wochen vorangegangen und dann 62 Wochen, wird der Messias abgeschnitten werden. Aber nicht für sich selbst. Das ist doch wohl der Punkt, um den es geht. Jesus Christus ist nicht für sich gestorben. Jesus Christus war der einzige Mensch, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist, ohne Sünde zu begehen. Nur dadurch war er dazu in der Lage, die Sünden der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen und den Sündenfall von Adam nicht rückgängig zu machen, aber durch dann die Gnade, dass wir an ihn glauben, uns das ewige Leben doch noch geben zu können, das Adam und damit der Menschheit im Grunde versprochen worden war, das Adam weggeworfen hat. Also, der Messias wurde abgeschnitten, aber nicht für sich selbst. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen für uns, um uns zu erlösen. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, es gibt keine größere Liebestat, als für seinen Freund zu sterben. Das ist jetzt nicht zitiert, aber sinngemäß steht das da drin. Und genau das hat Jesus doch getan. Er hat uns alle seine Brüder genannt. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir seine Brüder. Und er ist als Bruder für uns gestorben.
Nach 62 Wochen, also in total 69 Wochen, wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Also bis jetzt, von Vers 1 bis hier, Vers 26, der vorletzte Vers von Daniel 9, geht es, und das versteht ihr hoffentlich deutlich genug, geht es um den Messias. Es geht um Jesus Christus. Es geht um den einzigen eingeborenen Sohn des Vaters im Himmel, des Gottes der Bibel, des Schöpfergottes. Dieser Messias wird nach in total 69 Wochen abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Und dann geht es weiter. Das heißt, er stirbt nicht für sich selbst, er stirbt für andere. Er stirbt für uns, er stirbt für die ganze Menschheit. Die Menschheit, die ihn annimmt. Und jetzt kommt's. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird. Also wir hatten einmal den Fürsten, der bereits gekommen war, nämlich der Messias, der jetzt abgeschnitten wurde. Und jetzt steht hier, und das Volk des Fürsten, also nicht, es geht hier nicht um einen Fürst, der kommt, sondern das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jesus hat doch in Matthäus 24 gesagt, seht ihr all diese Dinge? Es wird, wahrlich, ich sage euch, es wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben von diesem Tempel. Als im Jahre 70 nach Christus die 10. römische Legion von dem römischen Fürsten kam, nämlich Titus, der römische Fürst, der Prinz, der Sohn des damaligen Kaisers Vespasius, als der mit seiner 10. Legion kam, haben sie Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Hauptsächlich darum ging Matthäus 24 mit der ganzen Trübsal. Und wenn ihr die Geschichte darüber lesen wollt, wie es in Jerusalem damals selbst zu Kannibalismus kam und so weiter und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, das überlasse ich mal euren eigenen Nachforschungen. Dann versteht ihr, warum das so grausam war und warum da hier deutlich steht, das Ende davon wird mit einer Flut sein. Eine Flut ist ja eben ein Krieg auch. Und bis zum Ende des Krieges werden Verwüstungen bestimmt. Wann ist der Krieg denn zu Ende? Wenn Jesus zurückkommt. Aber hier in Vers 26 nochmal, nach 62 Wochen, den 7 Wochen vorhergingen, also 69 Wochen in total, wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird mit einer Flut sein, und bis zum Ende des Krieges werden Verwüstungen bestimmt. Nun ist es absolut notwendig, dass ich Vers 27 auch noch lese. Ich lese das eben in der Schlachterbibel. Und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und mitten in der Woche Schlacht und Speisopfer aufhören lassen, und auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt, bis dass sich die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung ergossen hat. Also wer das verstehe, bitte, der schreibe es mir mal, ich verstehe kein Wort von. Auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt, bis dass sich die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung ergossen hat? Was will denn das sagen? Und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und mitten der Woche Schlacht und Speisopfer aufhören lassen? Was ist das für ein Quatsch Deutsch? Lesen wir doch mal, wie die King James das sagt. Also, nachdem wir Vers 26 gelesen hatten, und ich mache das jetzt erst Vers 26, so wie er in der King James steht, und dann Vers 27. Und nach 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird mit einer Flut sein, und bis zum Ende des Krieges werden Verwüstungen bestimmt. Und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen, und in der Mitte der Woche wird er dafür sorgen, dass das Opfer und Speisopfer aufhören wird, und für die Überspreizung der Gräuel wird er es verwüsten. Selbst bis zur Vollendung, das, was bestimmt ist, wird über die Trostlosen ausgegossen werden. Ende. Zitat. Vers 26 und 27 nach dem Verständnis der König James ins Deutsche übersetzt. So.
Jetzt kommen wir langsam dem großen oder dem größten Betrug seit dem Garten von Eden auf die Schliche. Und ihr versteht es schon, das Video läuft fast eine Stunde. Ich werde euch auf den nächsten Teil vertrösten, um es bis ins Detail noch besser verstehen zu können. Jetzt gebe ich euch noch ein paar Dinge mit, um eben mal drüber nachzudenken. Also, nach 62 Wochen wird Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Und wir haben aus dem Bibelverständnis heraus begriffen, dass es hier um Jesus Christus geht, der abgeschnitten wird, getötet wird, aber nicht für sich selbst. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und das Ende davon wird mit einer Flut sein und bis zum Ende des Krieges werden Verwüstungen bestimmt. Und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. Nun, wenn wir jetzt nochmal eben auf Vers 26 zurückgehen. Wer kann denn dann nur der Er sein, der den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen wird? Und hier liegt der große Betrug des Antichristen. Nach 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, und so weiter und so weiter. Vers 27. Und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. In der Zukunftslehre des antichristlichen Antichristensystems wird der Er aus Vers am Anfang im Vers 27 gelinkt an den Antichristen. Wobei das ganze Kapitel von Daniel niemals über den Antichristen spricht, sondern immer nur über Christus. Das ist noch eine andere Sache. Aber jetzt noch mal eben grammatikalisch, nehmen wir doch mal den richtigen Bezug. Wenn ich das R aus Vers 27 und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen, wenn ich das beziehe auf den sogenannten Antichristen, ja, der Fürst, der kommen wird, und die Stadt und das Heiligtum zerstören wird, da gehe ich ja mal davon aus, das ist ja nicht Jesus Christus, das ist der Antichrist, ja, oder einer der Antichristen, das ist der Fürst, das ist Prinz Titus, der Sohn von Vespasius, vom herrschenden römischen Kaiser zu der Zeit, 70 nach Christus, der ist der Fürst, der wird hier in Vers 26 genannt. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wenn dann in Vers 27 es weitergeht und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen, dann würde sich das er ja nur beziehen können auf das Volk. Das Volk ist aber nicht er. Es heißt ja in Vers 26, das Volk des Fürsten, der kommen wird. Das Volk des Fürsten. Wenn es hier um den Antichristen gehen würde, dann müsste es nicht heißen, er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen, sondern dann müsste es heißen, es wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. Es, nämlich das Volk des Fürsten, der kommt. Es heißt aber er. Er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. Jesus Christus wird das tun. Und in der Mitte der Opfer, in der Mitte der Woche. Welcher Woche? Welcher Woche? In der Mitte der 70. Woche. Weil es ging ja voraus, nach 62 Wochen, den 7 Wochen vorausging, wird der Messias abgeschnitten, also nach 69 Wochen. Er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen und in der Mitte der Woche, der Woche, der 70. Woche wird er dafür sorgen, dass Opfer und Speisopfer aufhören wird. So, 59 Minuten und ein Teil der Analyse des Verses 26 und 27 habe ich bereits hinter mir. Ich werde euch jetzt auf euren eigenen Gedanken schmoren lassen und werde den Rest der Analyse und
des Erklärens des größten Betruges seit dem Garten von Eden auf den nächsten Teil vertagen. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt, Gott möge euch behüten und beschützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Who knows us?